herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond. So, also, sehr witzig. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Oh shit. Oh, ich habe hier, ich habe ein Hühnchen gemacht. Hier, für Karachan. Ein neuer, weitere Mitspielerin. Ich war gestern schon hier. Und mir ist was Doofes passiert. Ich habe meinen Rechner aufgemacht, um einfach mal den auszusaugen. Und habe natürlich alles ausgesteckt gehabt. Und habe alles wieder eingesteckt. Und alles lief. Und dann habe ich die Aufnahme gestartet mit Mephisto und mit Karachan. Und dann haben wir aufgenommen, eine halbe Stunde lang. Und dann war ich dabei, das Video zu schneiden. Und dann fällt mir auf: Ich habe keinen Sound. Der hat mein Mikrofon nicht mehr erkannt. Verdammt. So, ja. Und dann hatte ich natürlich die A-Karte. Ich hatte nämlich keinen Sound drauf. Beziehungsweise Ingame-Sound, ja. Aber eben kein Mikro. Und daher, aua, ist die Aufnahme hops und ich muss jetzt doch diese Folge jetzt nochmal alleine aufnehmen. Und ich werde euch aber zeigen, wo wir waren. Nämlich unter anderem hier bei Karachan. Und Chuck die Pflanze. So, und ja. Deshalb sind wir jetzt mal hier gerade im Dschungel. Also Karachan und Chuck die Pflanze bauen hier. Und ja, hab dann hier gestern auch gleich mal noch einen Creeper in die Luft gejagt. Und zwar an dieser Stelle hier. Der stand hier plötzlich. Ne, da standen 4 oder 5 Creeper. Das war etwas unpässlich. Ja, war doof. Auf jeden Fall, hier ist Chuck die Pflanze. Ich weiß gar nicht, ob wir... Doch, das haben wir, glaube ich, schon in irgendeiner Aufnahme gesehen. Vor allem dieses Zeug hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Da lang. Hier in seinen Essensraum rein. Und dann gibt es hier diese Küchenutensilien. Die sind sehr cool. Von Cooking for Blockheads. Da kann man hier alles... hier Schränkchen mit Gemüse hat er gemacht. Schränkchen mit verderblichen Lebensmitteln. Kühlschrank natürlich. Ein Ofen. Und das hier ist auch cool, da kann man einfach die Geschirrdinger oben drauf machen. Sieht alles sehr cool aus. Sowas will ich auch in meinem Haus. Sogar mit Ofen. Ja, also mit Funktion. Dieser Mod gefällt mir. Jo. Gut. Dann waren wir aus Versehen gestern noch woanders. Und zwar habe ich dieses Ding hier gesehen und dachte, was ist denn das? Was ist denn das? Und habe rechts geklickt. Ja, und dann ist das passiert. Dann war ich plötzlich bei Shadow TS, der hier irgendwie Erde hingestapelt hat. Warum denn das? Warum ist hier Erde? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir dann hier bei Shadow TS. Und der hat schon ganz schön gebaut hier. Oh, da ging es. Das war gestern noch nicht da. Ja, der hat hier schön ein Häuschen hingepflanzt. Die Bauart gefällt mir auf jeden Fall. Ja, so, auch so mittelalterlich. Und diese Zäune und alles. Architecture Craft. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Hier hat er eine Bücherei mit Sitzen und Stühlen. Das Netoportal. Alles sehr nice gemacht. Hier auch diese Bögen, die gefallen mir. Ja, so viel zu Shadow TS. Jetzt gucke ich gerade mal. Der hat doch bestimmt hier irgendwo ein Crafting Table stehen. Was ist das? Aha. Damit kann man... Aha. Oh. Ah. Resonator. Also damit kann er alle diese Sachen, die Bögen und so herstellen.
Was blubbert denn hier so? Irgendwas blubbert hier. Das wird wahrscheinlich irgendeine Maschine sein. Ja, und der hat hier so eine kleine Insel. Bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Im Moment sieht es schon ganz gut aus. So, ich würde jetzt gern wieder nach Hause. Und der schnellste Weg ist, glaube ich, wirklich, wenn ich mir nochmal ein Bötchen baue. Weil Shadow TS ist gar nicht so weit weg von mir. So, ein Bötchen reinsetzen, Gas geben. Ja, also, wie gesagt. Im Moment sind es 8 Spieler hier auf dem Server. Gefällt mir natürlich auch sehr gut, ja, dass der Server so gut ankommt. Nicht alle nehmen auf, aber wer will, kann das natürlich tun. So, ich muss gerade nur den Durchgang hier suchen. Da kommen wir auch durch. Dachte ich. Hallo? Ne, da kommen wir nicht durch. Muss man außen rumfahren. So. Und dann kommen wir nämlich schon bei meinem Dörfchen raus. Wenn wir hier durch sind. Und das Bootfahren ist natürlich viel schneller, wie wenn du zu Fuß gehst. So, und dann können wir vielleicht diese Folge sogar noch produktiv sein. Weil letzte Folge waren wir bloß... Ah, bei McPhisto waren wir noch. So, da ist nämlich schon das Dorf. Bei McPhisto waren wir noch. Und das war's aber dann. Oh, hier habe ich sogar schon ein Bötchen stehen. Und das Coole ist, wenn du hier stehst und rausspringst, dann stehst du auf Land. So. Gut. Also. So. Wir gehen jetzt mal schnell nach Hause. Da sind sogar noch ein paar Bäume, die ich gepflanzt hatte. Weil Holz brauchen wir ziemlich viel für Solarzellen. Hier ist eben der Weg. Da ist eine Kuh. Ist das die einzigste oder gibt es da noch eine? Gibt nur eine. Ja, ist gut. Hab dich gehört. Hab dich auch erwähnt. So, und ich weiß gar nicht, was ich... Eigentlich würde ich gerne mein Häuschen mal umbauen. Aber ich glaube, wir fangen einfach mit der Umrand, also mit dem anderen an, was ich da zu meinem Haus dazu bauen möchte. Deshalb nehmen wir dieses Fass mal mit. Habe ich die Chisel dabei? Jo. Chisel und Builder's Wand am Start. Sehr gut. Die stellen wir. Das Fässchen stellen wir mal dahin. Und dann fangen wir einfach mal an. Ja. Brauchen natürlich mehr wie nur ein Stack. Kurz hier in die Kisten einsortieren. Mir noch irgendwas? Ne, kein Platz mehr. Kein Platz. Zu viel Schmarrn in der Tasche. Builder's Wand brauchen wir, das weg. Der Traveler's Wand weg. Das ist Essen, das kommt woanders hin. Das kommt hier rein. Knochen auch. So. Gut, und dann können wir uns jetzt an unser Haus machen. Ich möchte hier nämlich sowas ein bisschen wie einen vorbauen.
Also auch so ein bisschen wie die Fabrik. Mit einem Vorhof und so. Einfach ein bisschen dekadent, sage ich jetzt mal. Und dann soll das ganz schön aussehen. Das Problem könnte sein, dass unser Sichtfeld dann auf den Tempel ein bisschen beeinträchtigt ist. Aber ich möchte das so ein bisschen abgeschottet haben. Da müssen wir die Bäumchen hier noch fällen. Mit der Tinkers Axt geht es natürlich ruckzuck. Muss ja bloß den unteren Block anhauen und dann fällt der ganze Baum in sich zusammen. Alles für die Solarzellen. Sowieso später wegmachen. Bis wohin gehen wir denn? Bis hier? Ich glaube, das sieht gut aus. Zack. So, das Problem, was wir hier jetzt haben. Hey, nicht runterfallen. Dass wir sonst hier den ganzen Tempelboden noch ein bisschen erhöhen. Deshalb müssen wir das ein bisschen abgrenzen. So, und hier haben wir gesagt. Falsches Werkzeug, verdammt. Ja. So, wo kommen wir raus? Hier. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier auf einer Ebene sind. Hammer. Gut, Schaufel, Excavator. Du. Brauche ich auch diesen Architecture. So, ich hole mir mal kurz noch ein paar Setzlinge, weil vielleicht brauchen wir Birke später noch. Und hier liegen ja ein bisschen was rum. So. Ich probiere halt irgendwie schön zu bauen, ja. Es muss nicht immer gelingen. Ist nicht gereicht, einmal außenrum zu buddeln. Achso. Da fehlt noch was. Deshalb hat es nicht geklappt.
Okay, dann noch mal hier. Warum geht es da nicht rum? Geht doch. So, gut. Das ist erstmal unsere Außenwand. Jetzt müssen wir kurz das Haus abreißen und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Leute, wir haben hier alles soweit fertig gemacht. So, und jetzt werde ich gerade mal gucken. Hallo? Nein. Was mache ich denn? Hier. Und eine Pressure Plate. Das ist easy. Das machen wir uns. Diesen Architecture Table. Architecture Table. Ist cool. Da kann man. Hab mich am Anfang beschwert, dass hier kein Dings da drauf ist. Eisen. Kein. Wie heißt's denn? Ja, es sind das Carpenters Blöcke. Nennen wir es doch einfach so, Mann. So, Pressure Plate. Was brauchen wir noch? Zwei Eisen. Okay, und das hier. Das ist ja quite easy. So, das so. Das da oben. Pressure Plate da unten. Zwei Sticks. Und Eisen. So, Architecture Saw Bench. Die hätten wir schon mal. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die funktioniert, aber das probieren wir jetzt mal kurz aus. Ah, das ist ein Hase. Ich dachte gerade, ist aber eine kleine Spinne. Zack. So, und jetzt kannst du wahrscheinlich hier einfach das reinlegen, was du haben willst. Window. Okay, Fensterrahmen. Railings, other arches. Genau, das hier möchte ich haben. Kriegen wir zwei Stück raus. Boah, ist das easy. Und dann? Heute nein. Das geht ja easy. Und es sieht saugeil aus. Nein. Oh, das gibt. Oh nee, das gibt mir jetzt so viele Möglichkeiten, Leute. Oder kannst du sogar noch einen anderen Winkel machen? Das ist ja unglaublich. Hier nämlich Säulen. Und. Oh Gott. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Lass mich gerade mal gucken, was ich, wenn ich das hier nehme. Und das nebeneinander platziere. Ne, da passiert gar nichts. Wenn ich noch eins mache. Oh, aber das ist eine saugeile Möglichkeit. Und das ist so easy. Ne, da passiert nichts. Aber wir können auch eine Vierfachsäule machen. Ja. Okay. Das ist Hammer. Vielen Dank, Mephisto. Shadow TS. Der hat es nämlich verwendet und bei dem bin ich drauf gekommen. Hier machen wir mal die Köpfe da weg. Bei dem habe ich das gesehen. Gut, also damit werden wir unser Haus bauen. Ich mache mal gerade hier ungefähr einen Boden rein. Ich glaube bis hier, der Rest wird Vorgarten. Und da wir hier in der Wüste sind, wird er natürlich grün. So.
machen hier noch ein bisschen zu. Ich hoffe mal, dass der Builder's Wand voll reicht und nicht vorher kaputt geht. Ja. Das ist das kleinste Problem, wenn wir keinen Sandstein mehr haben. Sandstein haben wir ausreichend. So. Gut, also hier auf diesem Bereich wird unser Haus entstehen. Oder machen wir vielleicht, gehen wir noch. Okay, wir gehen nicht mehr weiter. Bis hier. So, also hier hinter wird unser Haus entstehen. Vorne kommen so Säulen hin. Ich habe da so eine kleine Vorstellung. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen mit Architecture Craft. Diese Bögen, die gefallen mir jetzt schon. Oh, da muss ich alles wieder umbauen. Das wird ein Spaß. So, warte mal, Bett. Ja, das müssen wir sowieso. Wir müssen hier alles anders platzieren. Und vielleicht sollten wir auch den Eingang in die Mitte legen. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Blöcke wir haben. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4. Nein, nicht da. Nicht da. Hier. Dann brauchen wir noch so ein, also das müssen wir jetzt schon noch machen. 2. Und dann brauchen wir 3. Auf jeden Fall 6 von denen hier. Und dann würde ich sagen 12 von denen hier. Och, da kann ich mich wieder so austoben, das gibt's gar nicht. Das wird unersättlich. Ups. Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Oh, das wird der Oberhammer. Also das hebt das Bauen in ein ganz neues Level. So, ich glaube aber, ihr habt jetzt von dem hier schon genug. Ihr wollt gar nicht mehr sehen. doch, eins mache ich noch. Eins mache ich noch. Aber das ist 1, 2, 3, 4. Wo ist denn das Hammer schon? So, dann muss ich aber hier nochmal so nachhelfen. Und dann müssen wir nämlich den Eingang hier richtig machen. Nee, plus 1. So. Schüssel. Schüssel einmal diesen hier. Gut. Das ist ja egal. So, das ist also das neue Aussehen von unserem Haus. Was
Was braucht man? Ah. Zwei braucht man davon. Zwei davon. Und zwei von diesen. Das ist nämlich das Krasse. Du kannst hier... Ups. So. Du kannst hier richtig rund bauen. Das ist was... Oh. Guck dir das an. Guck dir das an. Allerdings ist das auch ein bisschen... Ach, Mann. Da fängt es nämlich schon wieder an. Da verbaue ich mich dann wieder zu oft. So, hier... Ach, was mache ich denn? So. So, wir müssen nämlich eins höher, weil hier kommt ja noch ein Boden drauf. Und dann ist es sonst viel zu hoch und dann passt es nicht. So, wir gehen mal kurz schlafen, weil das Bett haben wir verändert. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Jetzt sind wir schon wieder bei 25 Minuten oder so. Sorry, das war das Mikrofon. Ja, das wird... Oh, das wird sehr spannend. Oh, das eröffnet mir wieder so krasse Möglichkeiten. Und ihr wisst genau, ich werde diese Möglichkeiten ausschöpfen. Und das wird eine Katastrophe. Also, eine schöne Katastrophe. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei den anderen Videos vorbei oder auch bei den anderen Teilnehmern. Links in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.